Playoff-Euphorie in Mannheim. Fast 12.000 Zuschauer wollen sehen, wie der Hauptrundenprimus, wie die Adler Mannheim von Pavel Groß in dieses Viertelfinale starten. Gegen Nürnberger, die sich in der ersten Playoff-Runde durchgesetzt haben, weil sie vor allen Dingen in Unterzahl stark waren. Und auch in dieser Partie mussten sie zu Beginn oft mit einem Mann weniger auf dem Eis antreten. 12. Minute, Mannheim, das beste Powerplay der Hauptrunde, schlägt zu. Kolorik, Nachschusschance, Desjardin und drin. 1-0 für die Adler. 30 Mal in Unterzahl gegen Bremerhaven in der ersten Playoff-Runde. 30 Mal schadlos überstanden. Aber hier ist Desjardin zur Stelle im dritten Powerplay dieser Partie. Der zweite Nachschuss sitzt Mannheim 1-0 vorne. Aber auch die Adler auf der Strafbank. Thomas Larkin muss hier runter. Und Nürnberg kann das auch mit einem Mann mehr auf dem Eis. Spielen es hier gut und schnell. Daniel Weiß mit Übersicht. Und dann ist es Patrick Reimer, der versenkt. 1-1, 16. Minute. Das 41. Playoff-Tor für Patrick Reimer. Damit gleichgezogen mit DEL-Rekordhalter André Rankel von den Eisbären Berlin. Also 1-1 nach dem ersten Drittel. Und im zweiten Drittel dann Mannheim eiskalt. 23. Spielminute. Das ist Festerling, dann Eisenschmied. Immer noch Markus Eisenschmied. Eisenschmied drin, 2-1 für den Favoriten. Ein tolles Tor von Markus Eisenschmied. Seine ersten Playoffs in der DEL. Und das macht er richtig schön. Körpertäuschung 1, Körpertäuschung 2. Und dann mit Übersicht ins lange Eck. Mannheim 2-1 vorne. Und nur eine Minute später wieder die Adler. Fehler vom Föderl im Offensivdrittel. Und dann Plachter mit der tollen Vorarbeit. Desjardin mit dem 3-1. Zweiter Treffer für Desjardin in diesem Spiel. Aber dieses Tor gehört zu 80-90% Matthias Plachter. Super Vorarbeit, Mannheim 3-1 vorne. Und wiederum nur eine Minute später schlagen die Adler erneut zu. Schöner Pass von Larkin und dann ist es wieder Eisenschmied. 4-1 für die Adler Mannheim. Innerhalb von 119 Sekunden schraubt Mannheim das Ergebnis von 1-1 auf 4-1. Und Martin Jiranek fragt sich, was geht denn hier ab? Die Ice Tigers brauchten ein wenig, um sich zu erholen, aber sie kamen noch einmal. Das ist Jutschina, toller Pass um Föderl mit dem 2-4. Verhaltene Freude bei den Nürnbergern, aber das Ding war drin. Nach diesem tollen Pass ein leichtes für Föderl, den Puck über die Linie zu drücken. Nürnberg also nur noch 2 Tore hinten und damit ging's ins dritte Drittel. Aber die Adler Mannheim haben es zu Ende gespielt. 46. Minute. Ben Smith, schöner Pass. Larkin zieht ab und drin das Ding. Thomas Larkin, 10 Wochen verletzt mit einer Handverletzung, kommt zurück, zieht ab von der blauen Linie. Aber Luke Adam vorne fälscht hier noch entscheidend ab. Sein Tor also zum 5-2. Wir springen in die 54. Spielminute. Das ist Huchtala. Scheibe tief. Nürnberg setzt nicht nach. Das machen die Mannheimer. Adam passt in den Slot und da ist Huchtala. Mit dem 6-2. Schöne Vorarbeit von Luke Adam, der da hinter dem Tor die Übersicht behält. Kurzer Blick, kurzer Pass und Huchtala oben rechts in den Winkel. Und Mannheim hatte noch nicht genug. Letzte Spielminute. David Wolf mit Übersicht und dann ist es Desjardin mit ein wenig Glück zum Endstand von 7-2. Sicherlich ein wenig zu hoch, der dritte Treffer von Desjardin. Und am Ende sieht der gute Treutle sogar ein bisschen unglücklich aus. Hier sind die Stimmen zum Spiel. Ja, ich glaube, dass wir phasenweise ein ganz gutes Spiel gemacht haben, aber ja, dann ein paar kurze Phasen, wo wir dann auseinandergebrochen sind. Und ja, das Ergebnis ist jetzt natürlich zu hoch, da müssen wir uns jetzt keinen Kopf drum machen. Ja, am Ende springt dann auch jede Scheibe für die Adler, aber ja, ich glaube, wir müssen das Positive rausziehen. Wenn wir dann
von der Strafbank wegbleiben und im zweiten Drittel da die paar Minuten nicht verschlafen, dann glaube ich, ist das ein enges Spiel hier in Mannheim und ja, müssen wir am Freitag gewinnen. Ja, natürlich, ich meine, so viele Tore zu schießen war gut für uns. Ich meine, wir haben jetzt hier, wie du gesagt hast, kleines Statement gesetzt, aber ja, wir sind von Anfang an stark aus der Kabine gekommen. Am Anfang hat Nürnberg super dagegen gehalten, wir haben aber immer weiter Druck gemacht. Ich fand, bei 5 gegen 5 haben wir nicht viel gegeben und wir haben viele Chancen kreiert. Im ersten Drittel hat es noch nicht so geklappt, aber dann im zweiten Drittel wussten wir, wenn wir weiter so spielen, weiter die Scheiben aufs Tor bringen, dass wir auch die Tore machen werden. Favorit Mannheim startet imposant in diese Viertelfinalserie, aber Nürnberg verkauft sich nicht schlecht, verliert dieses Spiel 1 im zweiten Drittel innerhalb von 119 Sekunden. Mannheim führt mit 1:0 in der Serie gegen Nürnberg.